Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren World of Tanks Blitz Video. Diesmal spielen wir zuerst mit dem T-44 in einem Tier 9 Match. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon bei der letzten Folge hatte. Wenn nicht, erkläre ich ihn euch kurz einmal. Er hat, sagen wir mal, eine recht angenehme Geschwindigkeit, auch einen hohen Treffer oder eine hohe Trefferquote, kommt fast überall durch. Kommt drauf an, eben bei welchem Panzer und von wo. Von hinten kommt er bei jedem Panzer durch, egal welcher. Genauso auch teilweise von der Seite bei einem IS-7. Glaubt man kaum. Er macht ca. 250 Schaden, so in dem Durchschnitt, auch mehr oder weniger. Ja, ansonsten, mir gefällt er an sich sehr gut. Der T-54, da vorne seht ihr ihn schon, 1600 Lebenspunkte. T-44 hat jetzt 1400. Ist ein bisschen weniger. Aber mit 1400 Lebenspunkten kann man schon etwas machen. So, der erste Treffer und er hat abgeprallt. Das lohne ich mir. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir ihn runterhauen, ohne dass er uns leicht vernichten kann oder uns Schaden zufügt oder viel Schaden. Deswegen müssen wir einfach mal gucken, wie die Situation hier aussieht. Wieder Schaden gehauen und nur die Kette kaputt. Also wir sind bewegungsunfähig. Jetzt müssen wir Acht geben. Schon wieder 304 Schaden gehauen. Und wir ziehen uns ein Stück zurück. Schön in Bewegung bleiben. Schaden gehauen. 344. Wir bleiben in Bewegung. Jetzt gleich können wir ihn uns schnappen. Warten wir. Und der Jagdtier schnappt sich auch gut. Da oben sind ein paar größere Tanks, 275 Schaden auf dem M103. Heute haben wir recht viel Schaden, oder schießen wir richtig gut. Die Trefferquote ist zwar nicht immer perfekt, weil wir oft irgendwie daneben schießen, aber wir machen richtig viel Schaden. Es wundert mich, wir kriegen keine, also Kette zerstört. Okay, jetzt haben wir auch daneben geschossen. Okay, jetzt guckt er. Das ist nicht gut. Jetzt hat er Schaden ausgetroffen. Ordentlich Schaden gezogen. Ah, wir haben ihn auch getroffen. Und auch ein bisschen Leben gezogen. Also, die Punkte, die es sein muss. Nein, den kriegen wir nicht. Dann schauen wir uns nochmal den M103 an. M103. Hat 287 Schaden gesehen. Das lobe ich mir. Jetzt müssen wir aufpassen. 103. Abpraller, schade. Jetzt müssen wir aufpassen, sonst trifft er uns. Abpraller, das ist ärgerlich. Ah, sie haben ihn geholt. Sieht gut aus, dieses Game. Ich denke, wir werden es gewinnen. 6:2 Kills. Kann man nicht sagen. Und jetzt fahren wir zu der Su 152. Sie hat einen Kill gemacht. Wir haben zwar keinen Kill, aber in dem Tier 9 haben wir schon ordentlich Schaden gehauen. Also kann man damit eigentlich mit dieser Leistung zufrieden sein. Zieht er auf mich, das ist gar nicht toll. Ah, da haben wir den ersten Kill und auch den einzigen in dieser Runde, aber wenigstens einen Kill gehauen. Ja, einen Kill geschafft. Gucken wir uns nochmal das Ergebnis an, wie viel Schaden wir gehauen haben. 2277 Schaden, das bedeutet, wir sind auf dem dritten Platz. Also das ist gut, wir sind auf dem dritten Platz dafür, dass wir einer der schlechtesten waren. Ist
dritter Platz, sehr ordentlich. Und ja, an sich. Ja, aber hier sieht man das nochmal. Wir waren dritter, also vorletzter Platz, haben 2277 Schaden gehauen, also zweitmeisten Schaden, drittmeisten Schaden, den dritten Kill, also auf dem dritten Platz mit einem Kill. Wir haben am meisten Erfahrung gesammelt, 2 Trophäen bekommen. Können wir jetzt mal gucken, ja, die Überlegenheitsabzeichen der dritten Klasse und Meisterschütze. Meisterschütze bekomme ich recht oft und Überlegenheitsabzeichen der ersten Klasse und auch bis zur dritten Klasse eigentlich auch recht häufig. Hier könnt ihr ihn euch nochmal genauer anschauen. Wir können uns nochmal die Infodaten durchlesen. Bei der Front hat er eine Panzerung von 90 mm, auf der Seite 75 und hinten 45. Bei der Turmpanzerung sieht es natürlich dann ein bisschen anders aus. Da hat er an der Front 120 Panzerung in Millimetern und auf der Seite und hinten hat er 100. Hier Beweglichkeit 33,97 wiegt er, also Tonnen, 33 Tonnen, fast 34 Tonnen. Die Motorleistung beträgt 620 PS. Er kann eine Höchstgeschwindigkeit erreichen von 51 km/h. Die Wendegeschwindigkeit bedeutet 47. Ich denke mal, das bedeutet 47 Grad pro Sekunde. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist 48 Grad pro Sekunde. Standard Granatenschaden 210 bis 350, da sieht man das nochmal genau, wie viel Schaden er ungefähr haut. Standard Granatendurchschlagskraft in Millimetern ist relativ hoch dafür, dass man dann sieht, dass man bei größeren Tanks, hier kann man das nochmal gucken, hier 140, 160, 100, 250, 200, 170, ja, also da ist es schwierig durchzukommen, da sieht man es dann auch durch diesen Durchkommen, also diese Durchschlagskraft, dass man da nicht sehr leicht durchkommen kann, weil er schon eine sehr hohe Panzerung hat besitzt. Ja, die Feuerglanz ist 6,67 Schuss pro Minute. Zielerfassung 2,3 Sekunden ist jetzt relativ schnell im Gegensatz zu dem, der hier hat 3,4, hier 2,7, 2,3 und 2,3. Also 2,3 ist relativ schnell, wenn man denkt, dass man dann auch aus größeren Entfernungen einen schneller anvisieren kann, um dann ihn besser treffen zu können. In der Steuerung auf 100 Metern hat er eine, also so eine Streuung von dieser Granate, hat er 0,35 Meter, die zur Seite weichen, wenn man mehr als 100 Meter wegschießt. Die Sichtweite 260 Meter, bis dahin könnt ihr gegnerische Panzer aufdecken. Schutz hat er 49%, 53% Feuerkraft, 69% Schusswirksamkeit und 66% Beweglichkeit. Dagegen sieht man, also da sieht man es schon richtig, der hat 94% im Schutz, 65% in der Feuerkraft, 63% in der Schusswirksamkeit, Beweglichkeit 32%, ja, ist auch langsam, also kann man nicht sehr viel von ihm erwarten, dass er dann sehr schnell fahren wird, wenn er auch einen so hohen Schuss hat. Also Schutz und diese Feuerkraft, die ist relativ hoch bei diesem Tank und deswegen kann man mal oft von der Beweglichkeit absehen und ist es nicht schlimm, dass er dann eben so langsam ist. Dafür ist er eben ein bisschen mehr geschützt. Ja, was gibt es noch eigentlich zu sagen? Wir haben 1900 EP, brauchen 142k. Hier beim IS-3 66.000 EP, brauchen 165
wir 69.500 DP und wir brauchen 100.000. Ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen und habe nicht den letzten Motor freigeschaltet, weil er nicht auf meinem Zweig liegt und somit für mich irrelevant ist, damit ich schneller an den T32 drankommen kann. Und wie ihr seht, hat er da schon die Top Gun freigeschaltet. Und ja, da kann man viel damit anfangen. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier als Verbrauchsmaterialien einmal Adrenalin, das bedeutet 25% Nachladegeschwindigkeit für 30 Sekunden und 10% Chance, ein gegnerisches Fahrzeugmodul zu beschädigen, nur einmal verwendbar, also einmal in einer Runde, danach muss man es wieder kaufen, damit es aufgefüllt wird. Dies hier ist auch einmal verwendbar pro Minute. Was bedeutet, wenn man das einsetzt, wenn man irgendwie einen Brand hat oder etwas reparieren muss, weil ein Modul kaputt ist, kann man dieses Verbrauchsmaterial einsetzen und dadurch kann man dann diese Brände oder diese Module, die beschädigt sind, reparieren. Dies braucht also Abklingzeit von einer Minute, deswegen würde ich es auch ratsam einsetzen, nicht für jede blöde Kette, die einem kaputt geht, einzusetzen. Das würde ich nicht empfehlen, weil es kann auch mal sein, dass dann kurze Zeit später die Situation kommt, dass man dieses Material viel besser oder dringender gebrauchen kann. Hier haben wir noch die Motorleistungssteigerung für 30 Sekunden. Nur einmal verwendbar kann man 30% der Motorleistung, ja, sagen wir mal, erheben. Das bedeutet, man fährt 30% schneller und man kann auch viel leichter die Hügel hochkommen als ohne dieses Material. Sehr sinnvoll, wenn man schon einen sehr langsamen Tank hat oder einen schnellen, entweder schnell von einem Ort zum anderen zu kommen oder ja, einfach nur parat zu sein, falls etwas passiert. Aber man kann auch damit dann fliehen und dann ist man unerreichbar für andere, die nicht sowas eingestellt haben, weil dann kannst du oder kann man mit dem Tank, mit einem schnellen, sehr leicht und sehr schnell davonfahren und ist somit fürs Erste in Sicherheit. Man kann aber nicht sagen, dass dieses vorteilhaft ist, wenn die Gegner verstreut sind und du nur noch ganz alleine bist. Also muss man schon überlegen, wann es sich lohnt, eben dieses Material einzusetzen, generell auch für die anderen. Hier habe ich einfach die ganz normale Standardmunition, die AP. AP sind panzerbrechend, die haben Kaliber von 100 mm, Durchschlagskraft 131 bis 219 mm, 210 bis 350 Schaden und 56 von 56 Granaten kann man einsetzen. Ja, als Zubehör kann man sich dann hier noch allerlei Dinge aussuchen, sind recht teuer, also ich würde mir an eurer Stelle auch erstmal dreimal überlegen, ob ihr dieses auch kaufen möchtet, wenn es dann eben späterer Tank ist, wie zum Beispiel der IS-3 mit Tier 8 und man weiß, ja, man braucht 156.000 DP, dann kann man sich auch nochmal überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, dieses Mal dafür zu investieren, weil es immer behält oder immer bleibt und somit ja, nicht relevant ist gegenüber Schaden. Also man muss das nicht reparieren. Ja, also ich habe ja, wie ihr schon wisst, seit der letzten Folge in IS-4 erspielt, werde jetzt den IS-8 und dann den IS-7 versuchen, irgendwann freizuschalten und dann hier beim T44 einfach den T54 und T62A. Ich finde an sich, manche sagen, der ist voll scheiße oder schlecht. Ich finde den relativ gut. Also man muss selber erstmal
versuchen, damit umgehen zu können mit so einem Tank. Der ist recht gut gepanzert, also für einen Medium-Tank. Und sofern man ihn bedienen kann, ist es eine Leichtigkeit, mit dem ins Spiel 4 Kills abzustauben und zu gewinnen. Ansonsten noch der T29, einer meiner Favoriten nach der Reihe vom IS-4, weil, hier, ihr seht schon, M103. Also Tier 9 M103, die Gun sieht schon richtig geil aus. Er hat eine Mordspanzerung von vorne, sehr schwer durchzukommen. Und dann kommt da noch der T110 E5. Der sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Also ich finde den M103 besser als den hier. Von der Panzerung her finde ich ihn auch besser. Also so viel halte ich jetzt nicht von den T10ern. Aber die 9er, die haben es mir richtig angetan. Auch hier mit dem IS-4, der STI. Der sieht einfach nur geil aus. Der ist auch geil. Hat eine Mordspanzerung von vorne. Der Turm sieht zwar richtig fett aus und leicht durchzukommen, ist aber nicht so. Es ist sehr schwer durchzukommen. Die Gun sieht auch richtig nice aus. Vor allem mit den Effekten, wie das hier so aussieht, mit so einem draufgesetzten. Oh ja, also die mag ich schon richtig gut. Und IS-8, der von dem halte ich jetzt nicht so viel. Der Turm, das ist der Top-Turm. Ich finde den nicht so schön dafür, aber den IS-4, der sieht aber zwar eher hässlich aus. Mit dieser Maschinenpistole oben ein bisschen so eine Art Witzfigur, aber er ist auch sehr tanky, macht viel Schaden und ja, ist auch eine Investition wert. Wenn ihr auch mal wollt, ich wollte jetzt hier auch nochmal auf der Su 100 weitergehen, auf Su 152, ISO 152, Objekt 704 und Objekt 268. Ihr seht schon, wie die Platten hier schon zugemacht sind, dass es leichter ein Abpraller passieren kann. Und die Gun, also die ist schon fett. Wenn die andere Gun von der Su 152, die kleine Decke da, zieht euch das doch mal rein. Guckt euch doch mal an, wie fett die ist hier. Die ist mega. Also, wer den nicht spielen möchte, da weiß ich auch nicht. Von der Seite macht er so viel Schaden, mehr als 600 kann er machen. Oder sogar noch mehr auf einem Tank, der sogar auf Tier 9 ist. Und Leute, das ist abnormal. Also das ist richtig abnormal. Wenn er von der Seite oder von hinten richtig trifft, dann rasiert der. Also dann rasiert diese Gun richtig hart. Zwar braucht es ein bisschen, bis sie nachgeladen ist, aber die ist richtig, richtig hart. Hier hat man nochmal diese Reihe: Black Prince, Carnarvon und Conqueror. Hat man hier. Die Gun sieht jetzt ein bisschen popelig aus. Ist sie auch. Aber wenn man sich dann den hier anschaut, dann seht ihr, was das für eine Wumme ist. Also das ist richtig hart. Also das tut weh, wenn man die abbekommt. Da hat er von vorne nie, sieht es jetzt nicht so schön aus. So eine tolle Panzerung oder so. Aber der Kopf ist gut gepanzert, aber von vorne sieht es mir nicht so sehr nach einer guten Panzerung aus. Aber die Gun, Leute, die ist. Guckt doch mal, wie lang die ist. Die ist gigantisch. Also kann man sich auch an diesen Panzer hängen. Ich muss jetzt erst den Churchill 7 freispielen, dann den Black Prince, den Carnarvon. Dauert natürlich noch eine Kleinigkeit, aber es sollte zu schaffen sein. Auch eine richtig miese Reihe ist der hier. Dieser neue Tank oder die neue Reihe, die dazu gekommen ist mit dem AT2, AT. Lasst mich nicht lügen, AT7, AT8 oder ist es AT7 und AT8 eine Stufe? Nee, AT8 und AT7, danach AT15, Tortoise und den anderen. Also
Die Gun sieht jetzt nicht so schön aus, hat aber eine fette Panzerung. Die Gun hier, also die abzubekommen, ist nicht schön, sehr feierlich, wenn man die abbekommt. Die macht mehr als 600 Schaden. Ich würde mich nicht reinstellen wollen in den Weg und dazwischen eingreifen. Ja, ich denke mal, für diese Folge war es das erst einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch mal einen Kommentar da lassen, was ihr gerne sehen möchtet, was ich erklären soll. Und ja, ansonsten lasst ein Like da. Wie gesagt, kommentiert das nochmal alles und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao mit V.